Täglich hustet das Murmeltier. Corona-Demo in Stuttgart. Tausende ohne Masken und Angriff am Rande der Proteste. Oder Deutschland, ein Land, in dem die Gedenkdemonstration in Hanau verboten wurde, aber mehr als 10.000 gefährliche Leerdenker mal wieder ohne Konsequenzen, ohne Masken, bei Fallzahlen, die noch mehr explodieren als in der Michael Bay-Film, durch die Stuttgarter Innenstadt laufen und nebenbei noch ein paar nette Selfies und Handshakes mit den Polizisten austauschen konnten. Sowas wird nicht gestoppt. Woche für Woche dasselbe Spiel. Wie Querdenker bei ihren Viruspartys aus sämtlichen Regeln spucken wie ein Lama aus Speed. Die Exekutive scheint so ein bisschen den Eindruck zu machen, als ob sie Angst vor den Krawallkohlköpfen hätte oder gar Verständnis. Das ist mehr Gift für eine Demokratie als eine Mülldeponie. Und auch überhaupt nicht vermittelbar. Auf verbotenen Demos ohne Abstand, Anstand, Masken werden Herzchen von Polizistinnen verteilt und im Park wird man zu zweit trotz Abstand und Maske verscheucht von irgendwelchen Reiterstaffeln und muss mindestens 2 Monatsmieten dafür berappen. Aber man denkt sich hier auch nur... Egal. Ich denke mir hier einfach nur, die einen wenden sich vom Staat ab, weil er angeblich zur Diktatur wird, und die anderen sehen diese Aufmärsche und denken sich, what the fuck, diese Volksverhetzer werden auch noch geschützt. Um meine Gefühlswelt so diesbezüglich adäquat artikulieren zu können, müsste ich irgendwie dothrakisch oder klingonisch lernen. Aber vielleicht ist das auch die Bewerbung von Stuttgart als Modellregion eines super harten Mega-Lockdowns. Ich meine, nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Demonstrationen. Ihr könnt wogegen und wofür demonstrieren, was ihr wollt. Für Klima, gegen Atomkraft, für Knut den Eisbär, lebt überhaupt noch. Auch wegen dem mangelnden Engagement der Regierung bezüglich der Pandemie, vollkommen in Ordnung. Aber bitte, halt doch einfach die Regeln ein. Und kann der Staat bitte wenigstens dafür sorgen, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Jetzt werden hier Steine geworfen. Ich glaube, wir müssen die Live-Schalte abbrechen. Dann brechen wir ab. Bringen Sie sich in Sicherheit, Herr Denzel. Vielen Dank. Und dann auch noch die Angriffe auf die Journalisten. Journalistinnen und Journalisten müssen ihre Arbeit ohne Angst erledigen können. Bitte klärt diese Angriffe umgehend lückenlos auf. Querdenker reden von einer Diktatur und greifen eigentlich die Grundpfeiler unserer Demokratie an. Da merkst du selber was, oder? Querdenkerversammlungen sind kein rechtsfreier Raum. Das muss endlich mal durchgesetzt werden. Was heute in Stuttgart mal wieder veranstaltet wurde, ist wie immer für jeden Bürger, der sich brav an die Regeln hält, obwohl das fucking belastend ist, ist für alle Pflegekräfte, Ärzte, Covid-Erkrankten sowie Covid-Opfer wieder mal so ein richtiger rechter Haken mitten ins Gesicht. Ich habe fertig. Für mehr ungeschminkte Meinungen könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Osterfest und bis zum nächsten Mal, euer ungeschminkter Blackscreen. Broadcast yourself, broadcast together.